starkes Ergebnis der Freudenberg-Gruppe. Weinheim. Der weltweit tätige Technologiekonzern Freudenberg aus Weinheim konnte trotz anspruchsvollem gesamtwirtschaftlichen Umfeld ein Rekordergebnis erzielen. Der Umsatz wurde um 18,3% gesteigert und liegt nun bei 9,345 Milliarden Euro. 2017 war wieder ein sehr gutes Jahr für Freudenberg, dank unserer Mitarbeiter und unserer Kunden. Und die Faktoren, Erfolgsfaktoren waren die langfristige Orientierung, Innovationskraft und auch unsere guten Mitarbeiter weltweit. Freudenberg ist bezüglich Umsatz und Betriebsergebnis gut gewachsen und wir sind innovativer und effizienter geworden. Dr. Ralf Krieger, CFO, freute sich ganz besonders, dass alle vier Geschäftsfelder der Freudenberg-Gruppe ein positives Wachstum zu verzeichnen hatten. Aber auch beim Sorgenkind der Automobilindustrie sieht sich Freudenberg mit seinen innovativen Produkten gut aufgestellt. Ja, Freudenberg ist auf die Veränderungen der Autoindustrie gut vorbereitet. Dank unserer Technologie und unserer Material Competence sind wir ein sehr wichtiger Partner für unsere Kunden. Egal für welche Antriebsarten, Verbrennungsmotoren, rein elektrisches Auto oder Brennstoffzellenfahrzeuge. Wir sind gut vorbereitet. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte Freudenberg weltweit rund 47.653 Mitarbeiter. Davon entfallen rund 4.630 auf Weinheim. Die Werte und Grundsätze von Freudenberg, welche Dr. Tillmann Krauch erläuterte, machen Freudenberg zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in der Region. Der wichtigste Grund unseres Erfolgs ist unsere Mitarbeiter. Und wir investieren auch sehr viel in unsere Mitarbeiter. Vielleicht Sie wissen, dass wir haben 8,5 Millionen Euro in unser Ausbildungszentrum in Weinheim investiert. Natürlich bezüglich in unserer Strategie müssen wir unsere Mitarbeiter mitnehmen. Auch die Zweiburgenstadt Weinheim profitiert von diesem starken Arbeitgeber und wird in der ganzheitlichen Planung des Innovations- und Technologiekonzerns immer eine wichtige Rolle spielen. Wie immer, Weinheim ist sehr wichtig für Freudenberg, das Zentrum unserer Forschung und Entwicklung und unsere Hauptverwaltung ist in Weinheim. Viele Geschäftsgruppen sind hier. In den letzten 3 Jahren haben wir rund 350 Millionen Euro in Weinheim investiert. Natürlich ist das ein großes Zeichen unseres Vertrauens an den Standort.